Hi, willkommen zurück bei Spiel mal wieder Brettspieltests. Wir machen weiter mit meiner Top 100 der besten Brettspiele aller Zeiten. Wir sind mittlerweile angelangt bei Platz 60 bis 51. Bisschen verschmiert hier auf der Tafel, ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Machen wir doch einfach weiter, oder? Platz 60, schon wieder ein Matt Leacock-Spiel, schon wieder kooperativ. Leider ist die Erweiterung, auf die ich sehnlich warte, bisher nicht in Deutschland rausgekommen und so wie ich es gehört habe, soll sie auch nicht kommen. Die Erweiterung soll dieses Spiel nochmal richtig viel besser machen. Ansonsten, Thema Pandemie, gut, das ist jetzt mittlerweile nichts Neues mehr. Welt ist bedroht durch irgendwelche Viren und wir müssen sie gemeinsam retten. Hier allerdings durch einen Kernmechanismus von Würfeln. Und jeder Charakter, den man spielt, hat unterschiedliche Würfel mit unterschiedlichen Kombinationen oder auch ganz eigenen Symbolen drauf, die nur dann der Charakter hat. Und dann versucht man, so gut wie möglich den Ausbruch der Viren zu verhindern und parallel die Menschheit zu retten, indem man Proben sammelt. Es ist fix gespielt, hier unten sehen wir es, halbe Stunde steht drauf, das passt ziemlich gut. 2 bis 5 Spieler, ein großes, grandioses Würfelspiel. Boah. Lieber Talia, große Quadratbox, Piratenthema, richtig geniale Zeichnung, meiner Meinung nach schon teilweise fast fotorealistisch, könnte auch ein Filmcover oder ähnliches sein. Ich sag mal, das gehört in die Kategorie Kartenspiel plus, wenig Brettspiel dabei, ein kleines Brett ist in der Mitte als Ablage, mit ganz spannenden Mechanismen, es ist eine große Anzahl von verschiedenen Charakteren in diesem Piratenumfeld, auch inklusive Papagei und so weiter, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Welche mit im Spiel sind, wird zufällig ausgelost, dann haben aber auch alle Spieler die gleichen und dann kommt es darauf an, wann man in welche Kombination welche spielt, um sich die besten Schätze zu sichern und die anderen auch gern mal ein bisschen zu ärgern. Gar nicht so komplex, durchaus aber auch ein Spiel, was eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern kann. Ganz etabliertes Spiel in meiner Top 100. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein paar Plätze gefallen, aber immer noch mit 59 echt gut dabei. Ja, als Familienspieler spielt man natürlich immer mal wieder Carcassonne. Meine Lieblingsvariante von Carcassonne ist Carcassonne Südsee. Ich habe sie jetzt noch nicht alle gespielt, gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viele Spin-Offs. Das ist mein Favorit. Man hat auch so ein bisschen Ressourcen, die man einsammelt. Auch hier zeige ich über die Rückseite, als es aufzumachen. Man sammelt über die Plättchen, das ist alles gleich. Man legt diese Plättchen, macht da Wege oder Städte bzw. Inseln, baut man damit. Wenn man die Sachen abschließt, bekommt man aber, je nachdem wie viel jetzt Bananen auf den Landschaften drauf sind, kriegt man dann Bananen als Ressourcen. Und wenn man bestimmte Kombinationen gesammelt hat, kann man die gegen Schiffe, also man tauscht die bei Händlern ein, würde ich mal sagen, und kriegt dafür dann die Punkte. Bringt also nochmal einen neuen Kniff rein, ist optisch natürlich wie immer wunderbar, tolles Material und das für diese, paar Euro, die das dann halt so kostet. Falls du Avenue noch nicht kennst, meine absolute Empfehlung für große Gruppen, für Leute, die mal ein bisschen was Neues suchen und auch die keine Lust auf lange Regeln haben. Avenue, ich weiß gar nicht, also als ich zuletzt geguckt habe, war es nicht in Deutschland erhältlich, ist neu eingestiegen in der Liste und das direkt auf Platz 57, was ja glaube ich gar nicht so schlecht ist. Es ist mal wieder so ein Malspiel, wo was mit Malen eigentlich nicht so viel zu tun hat. Denn, um es ganz kurz zu sagen, es werden zufällig für alle gleichermaßen, also jeder kriegt für sich einen so einen Plan, ich sag mal, das ist eine Stadt von oben hier in einem Raster und man versucht, Früchte mit den Dörfern und Städten zu verbinden in einer vorher bestimmten Reihenfolge, die aber in jedem Spiel anders ist. Und ja, dann zieht man halt so Wegkarten. Also jetzt darf man hier so eine Kurve da von links nach oben malen, da eine von oben nach rechts und so weiter und so weiter. Und dadurch, diese Wege zeichnet man dann hier halt ein und man versucht möglichst effizient diese Verbindung zu machen, ohne sich selbst Sackgassen zu bauen und so weiter. Und ja, dadurch sammelt man Punkte. Und der große Kniff ist noch, Ziel ist es, in jeder dieser Runden versucht man sich zu steigern von den Punkten her. Das heißt, es ist überhaupt nicht sinnvoll, am Anfang schon ganz viel zu verbinden, weil dann muss man in der nächsten Runde sich nochmal toppen. Sonst kriegt man 0 Punkte und für jede Nullerrunde kriegt man am Ende sogar noch Minuspunkte. Das heißt, hier will man stetig wachsen, was auch eine ziemliche Herausforderung ist. Auch zu Avenue habe ich schon ein Video gemacht, schau dir das gerne im Detail an, wenn es dich interessiert. Eine ganz heiße Empfehlung für die, ich glaube es hat 12, 13 Euro gekostet. Mega tolles Spiel. Ich sehe gerade, bisher haben wir hier so ein bisschen das Thema Blau von den Schachteln zumindest her, bis auf Lieber Tania war alles blau. Finca auch, wird jetzt gerade neu aufgelegt. Es gab glaube ich ein Crowdfunding-Projekt, wenn ich es richtig gesehen habe, um Finca wieder in die Regale zu bringen. Damals von Hans im Glück, jetzt von einem anderen Verlag. Ich habe es nicht im Kopf, falls jemand weiß, gerne in den Kommentaren erwähnen, vielleicht da sogar einen Link dazu, dass man es wieder schafft, dass dieses
Spiel gedruckt wird und in den Läden steht, denn es ist ein wirklich gutes Spiel. Spielt thematisch auf Mallorca, man ist ja Obstbauer oder Gemüseobstbauer und versucht da möglichst effizient Obst einzusammeln und dann wieder an die verschiedenen Dörfer zu verteilen. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, ehrlich gesagt, hat aber richtig tolles Material, viel Holz, die ganzen Früchte oder so in verschiedenen Formen. Richtig, richtig tolles Spiel auf Platz 56. Stefan Feld ist bekannt für seine ganz großen Knaller- und Kracher-Strategiespiele. Man spricht häufig von einem Feldsalat, dadurch, dass man auf ganz viele verschiedene Weise Punkte machen kann. Und dieses Spiel La Isla ist eins seiner kleinsten, zumindest von denen ich kenne. Hat einen überschaubaren Umfang, auch einen überschaubaren Preis, unter 20 Euro. Ist von daher teilweise gar nicht so auf dem Radarschirm von den Leuten. Es hat aber einige echt spannende Mechanismen. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber man hat zum Beispiel immer drei Karteneigenschaften, die man bei sich in seinen Rucksack hier, sag ich mal, packt, die aktiv sind. Und in jeder Runde bekommt man eine neue Karte. Das heißt, man muss eine seiner drei abdecken, kann also nur zwei mit in die nächste Runde nehmen, plus die neue, die man ausgewählt hat. Das heißt, vielleicht hat man manchmal gerade drei eine super Kombination, aber man muss sie in der nächsten Runde ändern. Und dann, das bringt wirklich echt, echt spannende Situationen im Spiel. Ein absolutes, ja, würde ich sagen, Familienspiel, vielleicht Familienspiel plus, hat auch einen ordentlichen Glücksfaktor. Also das darf man nicht mit großen Strategiespielen vergleichen. Tue ich aber auch nicht und von daher ist es so weit oben bei mir auf Platz 55 der besten Spiele aller Zeiten. Phantom Society, hier sind wir wieder bei einem richtig besonderen Spiel. Es spielen Teams gegeneinander. Ich würde zumindest empfehlen, wirklich 2 gegen 2. Man kann es auch zu dritt spielen, man kann es auch zu zweit spielen. Das geht, aber richtig gut ist dieses Spiel zu viert. Kannst dir vorstellen, dass es... Oh, ich zeig's kurz. Die Zeit muss doch sein. Das Spielbrett wird aus 4 von diesen Teilen zusammengesetzt und oder 2 und man kann 2 aufklappen, ganz genau genommen. Und man legt hier Plättchen drauf, sodass alle dann verdeckt sind und man sieht quasi die Räume von einem alten Herrenhaus, soll es glaube ich sein. Und du siehst ja schon diese Aussparung und an manchen von diesen Räumen versteckt dann das eine Team, das Geisterteam, 4 Geister. Und Ziel der Geisterjäger des anderen Teams ist es, zu finden, wo diese Geister sind. Ziel der Geister ist es, möglichst viele Räume zu zerstören. Zerstören macht man einfach, indem man Räume rausnimmt. Die Räume haben dann verschiedene Wertigkeiten von 1 bis, glaube, 5 oder 6. Und wenn halt diese Zerstören-Punktzahl erreicht ist von einem bestimmten Wert, den ich jetzt nicht im Kopf habe, haben die Geister gewonnen. Und wenn die Schatzjäger alle Geister gefunden haben, haben die gewonnen. Zerstören können die Geister von den Orten, wo sie sind, das müssen sie sich natürlich merken, wo sie sich versteckt haben, nur die angrenzenden, also die auch diagonal, die 8 drumherum. Wenn jetzt aber dieser Raum schon von hier aus, von dieser Raum schon zerstört ist, dann kann der Geist auch diesen Raum, also kann quasi in fortlaufender Linie immer weiter. Und so ergeben sich im Spielverlauf ganz unterschiedliche Situationen, wo die Geister mal ganz viel machen können, mal weniger, weil sie aufpassen müssen, sonst direkt entdeckt zu werden, wo sie sind. Manchmal opfert man einfach einen Geist, wenn man dafür einen Sechserraum zerstört. Und wenn man da schon 6 Punkte macht, das bringt dann schon einiges. Ein Spiel, was es, glaube ich, auch nicht nach Deutschland bisher geschafft hat, also in der deutschen Version, ich habe die, ist es die französische oder englische, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch sehr gut spielbar, wenn man die Sprache nicht spricht. Endlich mal ein Würfelspiel, ein kleines, feines 21, ein so einfaches Spiel und trotzdem, so oder vielleicht sogar deswegen, so oft und so gerne gewünscht und gespielt. Man hat bunte Würfel in 6 Farben. Und dann würfelt einer, hier so ein bisschen schlecht weggemacht, sehe ich. Ich laminiere die immer ganz gerne, weil so ein Würfelblock ist bei uns immer sehr schnell durch und dann haben wir noch ein bisschen länger was davon. Es geht hier einfach darum, man arbeitet von oben nach unten, was darf man wann eintragen, man möchte möglichst viele Punkte machen. Hier zum Beispiel, also man darf alles eintragen, wie hier draufsteht, also in weiß dürfte ich eine 3 eintragen oder alles darunter, 2, 1 also auch. Eine 4 dürfte ich hier nicht eintragen. Und dann werden alle Würfel gewürfelt. Der aktiver Spieler ist und gewürfelt hat, darf sich entscheiden, alles bis auf Einsen. Einsen dürfen nie neu gewürfelt werden, alles andere nochmal neu zu würfeln. Wenn er das macht, der zweite Wurf ist dann auf jeden Fall bindend. Und dann muss jeder gucken, ob er was eintragen kann, sonst muss er ein Kreuz machen und einen streichen. Ansonsten versucht er eine Zahl so hoch wie möglich einzutragen, weil die Zahlen sind auch gleichzeitig die Punkte. Und wenn man es schafft, genau, also eine 5 bei einem Fünferfeld, eine 2 beim Zweierfeld oder so einzutragen, kriegt man Bonuspunkte, was hier unten steht, für einen Volltreffer. Und das macht man halt die verschiedenen Runden lang. Es kann sein, dass einer schon das Spiel beendet, wo die anderen noch gar nicht so weit sind. Dann müssen alle Schluss machen und der eine, der vorgesprintet ist, hat hoffentlich nicht so viele Punkte unterwegs liegen lassen. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat, der hat gewonnen.
Das war der Schnelldurchlauf 21. Ich habe ein etwas ausführlicheres Video dazu gemacht. Sehr empfehlenswert für Würfelspielfreunde. Auch Rosenkönig hat schon ein Video. Mensch, ich bin echt fleißig mit den Videos, oder? Das ist jetzt eine wirklich sehr alte Version von dem Spiel. Es ist ein klassisches Zweispielerspiel aus der Kosmos-Reihe. Hier hinten sieht man das eigentlich ganz gut, wie das Spielfeld aussieht. So eine Landkarte, so ein Raster. Und ja, die zwei Spieler versuchen möglichst viele dieser Gebiete für sich zu erobern. Oder genau genommen ein sehr großes zusammenhängendes Gebiet, weil die Punkte werden dann hochmultipliziert. Und das Spannende dabei ist auch, man sieht nicht so nur seine eigenen Karten, wo man von der Krone ausgehend sein nächstes Dingschen hinsetzen kann, seine nächste Figur, sondern man sieht auch die von einem Gegner. Und das führt natürlich dazu, dass man viel nachdenken kann, teilweise sogar muss, um erfolgreich zu sein. Nämlich, welche Option hat mein Gegner? Vielleicht kann ich den so in den Putt reinbringen, dass ich sogar einen Doppelzug habe. Ein wirklich spannendes Spiel, obwohl es schon einige Jahre auf dem Buckel hat. 1997 ist es rausgekommen und hält sich immer noch in den Läden. Ein Grund dafür, oder ein Zeichen dafür, dass es nicht nur bei mir hoch im Kurs steht, mit meinem Platz 52. Wer mich noch nie darüber hat reden hören, wundert sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber Geister, Schatzsuchmeister ist ein kooperatives Spiel, klar, mit einem kinderfreundlichen Thema, ne? Irgendwie so ein Spukhaus und wir wollen irgendwelche, weiß nicht, Rubine oder Juwele rausholen, bevor uns die Geister erwischen. Es ist so ein gutes Spiel. Man kann es gibt eine, ich sag mal, Basisvariante für Kinder. Sieht dann von oben, finde ich, immer so ein bisschen aus wie Cluedo, ne? Von den Räumen und ein paar Wege dazwischen. Es gibt eine fortgeschrittene Variante dabei und irgendwo gibt es noch eine Erweiterung, die ich leider noch nicht gefunden habe, die ich unbedingt auch haben möchte. Dann wird es noch mal ein bisschen knackiger. Es gibt Türen für bestimmte Räume, die manchmal geschlossen sind, da kommt man nicht durch. Die Figuren haben so einen Rucksack, wo sie einen Edelstein reinpacken können. Man muss sie dann aber auch in der fortgeschrittenen Variante in der richtigen Reihenfolge rausbringen. Also erst die 1, dann die 2 und so weiter. Das heißt, vielleicht ist die 1 oder die 2 weit hinten in den Räumen, muss man erstmal dahin und sich aufteilen und absprechen, wie machen wir was. Dann kommen ständig mehr Geister dazu. Das ist so ein bisschen wie bei Pandemie. Wenn eine bestimmte Anzahl Geister im gleichen Raum ist, dann werden die zum... Oder explodieren wäre jetzt falsch, also dann kommt dann ein großer Megageist bei raus, also wird immer schlimmer. Ein richtig tolles Spiel von Mattel, hat man nicht unbedingt erwartet, wurde Kinderspiel des Jahres 2014 und von mir eine mega große Empfehlung, auch für schmales oder für das Material absolut vertretbaren Preisen. Sehr empfehlenswert. 2 bis 4 Spieler dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Mein Platz 51. So, das war's schon wieder. Wir haben die erste Hälfte uns jetzt angeschaut. In 1-2 Wochen geht's weiter dann mit Platz 50 bis 41 und langsam aber sicher kommen wir dann wirklich zu den allerbesten der Besten. Schließen wir für heute ab und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!